Ich habe mich so scheiße gefühlt. Ich habe mich noch nie so schlecht gefühlt. So alles so furchtbar. Aber das Schlimmste war mein kleiner Bruder. Der hat das alles mitbekommen. Und dann saß er so am Esstisch neben mir. Also, jetzt nochmal von vorne. Warum muss die Caroline wieder Windeln tragen? Halt die Fresse, halt die Fresse. Wer bist du? Ich war so neidisch auf den. Der hatte diese Scheiße nicht. Aber ich habe ganz schnell gemerkt, so eine scheiß Eddie Murphy-Stimme ist auch ganz schön kacke. Ey, und lieber blute ich einmal im Monat in die Watteflügel, als ständig mit so einem Überraschungsständer rumzulaufen. Das ist doch Horror. Da hat der liebe Gott seinen Spaß, oder? Wenn er die Lottolatten an die kleinen Jungs verteilt. Weiß ja nie, wann du einen Hauptgewinn hast. Beim Obi an der Kasse. In der Schule an der Tafel. Boah, das, ey, da will ich nicht tauschen. In der Schule einen Dicken kriegen, das ist doch echt. Ey, überleg mal, wie viele Leute, die eigentlich gut in Mathe wären, wie viele Jungs, voll die Sechsen kassiert haben, weil der Lehrer gesagt hat, so, komm mal vorne an die Tafel. Nein. Doch, du kommst jetzt nach vorne an die Tafel, habe ich gesagt. Nein, ich komme nicht nach vorne. Sie können die Tafel gerne zu mir bringen, aber ich gehe. Also man kann sich vorstellen, es war ein etwas sehr seltsames Bild, wenn mein Bruder und ich so die Straße entlang gingen. John Waynes Tochter und ihr kleiner Bruder mit dem unberechenbaren Klappmesser. Da wurde wegen uns schon mal die Seite gewechselt.